Gut. Ich habe gerade gemerkt, dass ich vergessen hatte, die Aufnahmesession zu starten. Also die Zeit zu starten der Aufnahmesession. Ah, das kriegen wir alles hin. Ja, wieder ein Königsritter. Also einer von den Elitewächtern. Beziehungsweise ein ehemaliger. Denn hier ist wieder ein Königstor. Und da stand gerade wieder, bringt das Symbol des Königs in euren Besitz. Yay. Gut, das heißt, auch hier ist erstmal Sackgasse. Und zwar für noch eine ganze Weile. Das ist mittlerweile schon das zweite Königstor, was wir gefunden haben. Das erste haben wir im Wald der Riesen gefunden. Nachdem wir den ersten Boss besiegt haben. Und das zweite haben wir jetzt hier gefunden. Hurra für Leuchtfeuer. Jo. Erstmal. Nee, erstmal ins Dazwischen. Ich will zu den Krähen. So, hier durch. Und einfach hier hoch. Dumm, dumm, dumm. Und ja, ich gebe euch was Weiches und was Schönes. Erstmal das Wertvollste. Wieder ein Dreizack des Kanalisierers. Ja, ich gebe euch Silky und Seidig und Dings rotes Wasser. Und nochmal rotes Wasser. Und jetzt noch einmal mit den Kleinen. Und fertig. Lebensstein. Das war nicht was Besonderes. Ein Giftstein und Blutungsstein. Haben wir noch Prismasteine, die loswerden wollen? Ja, haben wir nicht. So. Auch wenn es etwas riskant war, aber ich nehme mal so den Umweg. Und port mich jetzt nach Majula zurück. Und gib die Scherbe ab. Is that a shop? Here, to Ja. see. However. Wir haben eine Scherbe für dich. Die können wir abgeben. Und damit haben wir jetzt 10 Flakonladungen. Können wir auch noch aufsteigen? Wahrscheinlich nicht. Doch, können wir. Belastung. Weil ich langsam in Richtung des Turmschildes hinarbeiten möchte. Also ja, wie viel Prozent Belastung haben wir jetzt? 57. Dem Turmschild, was einiges schwerer ist. Also das hier wiegt 7. Das wiegt 13. Ist 6 schwerer. Und benötigt mehr, viel mehr Stärke auch noch. Okay. Aber wenn wir es schon mal haben, das macht gerade 66. Aber es sieht imposant aus. Okay, zurück zu unserem Adlerschild. Das hält ja noch eine Weile. Gucken wir mal, was wir wieder so ablegen können. Reparaturpulver, nein. Das sollten wir auf jeden Fall im Inventar behalten. Leuchtkäfer, nein. Drachentöter, Halbmondaxt. Das Falknerschild. Kleiner von den Wolgenfalkner getragenes Schild. Wirkt aus der Entfernung wie ein schimmernder goldener Falke.
Die Furchthaftigkeit der einheimischen Wolgensoldaten ist legendär. Es überrascht daher nicht, dass zum Ausgleich dieser Gruppe von Falkner, Falkner-Söldnern angeheuert wurde. Die Falkner trauen gerüchteweise niemanden und verlangen sofortige vollständige Bezahlung. Verwundern sollte dies jedoch nicht, sie leisten viel mehr als das, wofür sie bezahlt werden. Und dessen sind sie sich auch bewusst. Also ja, Falkner. Alles andere sieht okay aus. Wir hätten Titanitbrocken, um den Speer weiter zu verstärken, aber nein. Eisenschloss zur Eisenfeuerhalle. Da ich dort wenigstens zwei- oder dreimal versuchen will, gegen den Schmelzer-Dämon Koop zu machen. Also der, der hier drin rumwuselt normalerweise. Wow. Aber erstmal muss ich die beiden loswerden. So. Gucken wir mal, ob wir beschworen werden. Und das, ja, das mache ich den Rest dieser Folge. So einigermaßen. Wie gesagt, ich hatte vergessen, kurzzeitig die Uhr zu stoppen, also wenn sich einer wundert. Die Uhr zu starten, meinte ich. Und ja, ich habe eh vor, euch größtenteils von PvP zu verschonen. Also ich werde ein bisschen versuchen, ein bisschen Koop zu machen. Also für die Sonnenlicht, für den Sonnenorden. Und ansonsten, ja, machen wir halt einfach nochmal mit dem Spiel weiter. Wir werden also die ganzen PvP-Eide, das sind von den uns bekannten Eiden im Augenblick, sind das einmal der blaue Pfad, den man in der Kathedrale des Blauen antreten kann. Dann ist das der blutige Pfad, den man in der Hölle der Untoten antreten kann. Die Glockenhüter, die wir ja schon zweimal kennengelernt haben. Und der Rattenkönig-Pakt, also die vier sind reines PvP eigentlich. Nur halt auf unterschiedliche Art und Weise. Beim Glockenhüter Eid wird man eben in einen der Glockentürme gerufen, wenn ein Eindringling auftaucht. Beim Rattenkönig Eid werden graue Phantome in die Rattenkönig-Gebiete beschworen, wenn man selber dort ist. Also das ist der Eid, wo man wirklich aktiv PvP machen muss. Beim Eid des Blauen wird man halt gerufen, wenn andere blaue Spieler in Gefahr sind oder wenn man einen blauen Augapfel benutzt, um Sünder zu jagen. Ähnlich wie der Dark Moon Eid im Dark Souls 1. Und beim Blut-Eid in der Hölle der Untoten, das ist einfach der rote Invasionseid. Jo. Ich warte noch ein bisschen. Ob ich beschworen werde. Weil am Ende der letzten Aufnahmesession, bevor wir den Pursuer gemacht haben, habe ich sie einmal probiert und da wurden wir beschworen. Und da hätten wir den Boss auch fast besiegt, wäre der Spieler und das andere Phantom nicht draufgegangen. Also, ja, wir werden gerufen, sehr schön.
Ich versuche wenigstens 2 oder 3 Münzen hier zu verdienen. Ja, heile ich den mal mit hoch. Und dann können wir zum Boss. Ach, er ruft sogar Lukatila. Das dürfte jetzt ein einfacher Kampf werden. Wobei einfach relativ ist. Er macht auf jeden Fall schon mal mit seinem Großschwert verdammt viel Schaden bei ihm. Während ich mit meinem Piekser nicht sonderlich viel Schaden mache. Hauptsache, er geht dabei nicht drauf. Wow, er zündet schon sein Schwert an. Okay, wir sind ziemlich gut darin, ihn runter zu prügeln. Okay, einmal einen Trank, einen Estus-Flakon trinken. Und weg ist er. Verbeugen. Genau, einmal gelobt sei die Sonne. Und wir sind weg. Sonnenlichtmedaille, da sind wir schon mal bei 5. Und wir haben Seelen durch den Schmelzerdämon gekriegt. Ah, klappt. Dann versuchen wir das Ganze gleich nochmal. Dumm die Dumm. Stand der da eigentlich schon immer da oder? Achso, der kam mir, glaube ich, auch schon öfter nachgelaufen. Weil hier sind auch 2 drin. Aha. Ja, weil wenn man am anderen Ende des Gebietes da ist, da habe ich es ja schon mal erlebt, dass mir 3 von den Alone-Soldaten entgegengekommen sind. Wahrscheinlich sind 2 davon die da gewesen. Gut, versuchen wir noch einmal Korb zu machen. Hat ja jetzt geklappt. Wir sind schon mal auf 5 Medaillen hochgegangen. Wenn es halt nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Und ja, es gibt insgesamt 9 Eide. Davon habe ich eigentlich vor. Ich habe einen ja schon gemacht, nämlich den Weg des Blauen. Dann habe ich ja die 4 PvP-Eide aufgezählt. Das macht schon mal 5. Mit dem hier haben wir 6. Dann gibt es noch den Eid der Champions am Siegerstein, den ich allerdings nicht machen werde im Let's Play, weil das das Spiel viel zu schwierig macht und zu frustrierend. Ja. Und dann gibt es noch einen dritten, einen letzten, 9. geheimen Eid. Den ich euch auch noch zeigen werde, der sehr schwierig ist zwar, aber auch ziemlich cool gemacht. Also ja, wenn es sein muss. Oh, wir werden schon wieder gerufen. Sehr gut. Also kann sein, dass ich hier wirklich die 3 Münzen machen kann. Eine habe ich ja schon gemacht. Ja. Grim Reaper und Kurkul. Hilfe. Ah, der Grim Reaper benutzt 2 Linien und ist gleich tot. Okay.
Und Kokul benutzt auch wieder ein Großschild. Und er zündet schon wieder sein Schwert an. So, spießen wir ihn mal ein bisschen auf. Ja, wollte ich gerade sagen, du solltest mal was trinken, Junge.